Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Tagesenergie-Orakel. Wir machen es heute mal ganz kurz. Wie einige schon mitbekommen haben, bin ich erkältet. Und ja, es ist Zeit für mich mal einen Schritt zurückzurudern und mal etwas mehr Ruhe reinkommen zu lassen. Aber ich hoffe, dass wir heute zumindest noch eine kleine Botschaft haben. Wie immer, es ist ein allgemeines Orakel. Es kann auf dich zutreffen, muss es natürlich nicht. Und nimm dir immer nur das mit, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. So, zwei Karten nehmen wir heute. Und als erstes ist gekommen die gesunde Lebensweise. Ja. Eine Botschaft von Erzengel Raphael. Ernähre dich gesund, gönne dir ausreichend Schlaf und trainiere regelmäßig, um optimale Gesundheit zu erlangen. Das ist natürlich ein selbstverständlicher Ratschlag. Also kümmere dich gut um dich selbst. Sorge dafür, dass es dir gut geht. Genauso wie ich jetzt dafür sorgen darf, dass es mir gut geht. In Anbetracht der Tatsache, dass es 8 Uhr morgens ist und ich noch gar nicht geschlafen habe, ist es natürlich ein netter Ratschlag. Ich werde mich auf jeden Fall gleich noch mal ein bisschen hinlegen. Dann haben wir hier die Grüße aus dem Himmel. Eine Botschaft von Erzengel Azrael. Deinen Liebsten im Himmel geht es bestens. Lass alle Sorgen los und fühle ihre liebevollen Segnungen. Ja, heute am 12.12. haben wir eine besondere Energie, die einem unter die Arme greift, könnte man vielleicht sagen. In dem Moment, wo du bereit bist, einen Schritt zurückzugehen und etwas mehr Ruhe in dein Leben kommen zu lassen, etwas mehr Frieden vielleicht auch einkehren zu lassen, merkst du, dass du im Endeffekt umgeben bist von lichten Kräften, die dir helfen wollen, wenn du es denn zulassen magst. Wir nehmen noch mal eine Karte hier aus dem Princess, Soul of a Princess. Hier heißt es, das Universum greift ein. Hier kommt Gerechtigkeit in eine Situation und du darfst dich vor allen Dingen vornehmlich um dich selber kümmern. Um deine Gesundheit, dein Wohlbefinden und dein, auf Neudeutsch, deine Self-Care, was auch immer das genau für dich bedeuten mag. Der ein oder andere darf sich ein bisschen mehr bewegen, um nicht einzurosten oder auch krank zu werden. Und ich würde sagen, wir belassen es heute einfach mal dabei. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus und ich hoffe, ihr habt auch einen wunderschönen Tag, an dem ihr Zeit habt, um ein bisschen zu reflektieren, vielleicht über Menschen, die gerade nicht bei euch sein können, aber es gerne würden und in der ihr euch einfach gut um euch selbst kümmert und lernt, etwas zur Ruhe zu kommen. Und das mache ich jetzt auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, euer Hiersein und bei mir sein, eure Anteilnahme. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen früh wieder. Bis dann, alles Liebe. Ciao.